Hey, oh, der Mike's hier. Wir sind hier bei einer weiteren Folge von Monster of Legend. Und wir starten direkt mal mit unserem Dubstep Dash. Das ist einfach so fancy, ey. Ich glaube, ich wechsle mal ein bisschen was aus. Oder nicht? Wer weiß, Standardangriff. Phantombrigade. Tausche ich mal gegen den Volt Pinball, den finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Und knüppel mir nochmal meine Steuerung hier um. So, einkaufen können wir. Bald müssten wir doch mal alles haben. Auf jeden Fall haben wir viel dazu gekauft. Viel, viel. Und ja. Starten jetzt einfach mal rein und versuchen noch die restlichen Chaos-Arcana freizuschalten. Hoppala! Gesundheit, danke. Mir ist nichts passiert, alles gut. Nur Heuschnupfen. No. Ich glaube, da bahnt sich noch einer an. Ach ja. Ja, jetzt können wir schon durch die Projektile springen. Und ich lasse mich trotzdem treffen. Oh, das war leicht daneben. Hier ist schon nice, wenn man sich hier so durchteleportieren kann. Yeah. Wenn man nichts, dann geht's ja nur noch unten lang. Diebe. Ach ja, da oben haben wir die Arcana-Händlerin. Was haben die? Eine Wavefront, Shock Agent, ein Spike. Vielleicht nehmen wir den Shock Agent mit. Mal gucken, was so in den anderen Shops erhältlich ist. Hier haben wir unseren guten alten Piñata-Freund.
Nee, das wird nichts. Vielleicht anders starten. Ne, der rutscht zu weit weg. Einmal versuche ich es noch. Und dann. Ja, hat doch gereicht. Er ist gerade nur ein bisschen zu weit weggerutscht. Was haben wir hier? Explosive Charge. Oh, falsche Taste. Charge to enemies, marking them with timed explosive. Okay. Okay, die haben dann so ein... Ich hinterlasse dann so eine Bombe an denen. Na. Ich weiß nicht. Hier haben wir Vampire Eyeglass, das ist schon mal nice. Immer wenn wir critten, kriegen wir Leben dazu. Leben wieder. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, da oben rechts. Links. Rechts, links, rechts. Jetzt haben wir aber alles. Dann fangen wir doch mal an. Noah. Nice. Arcana. Soll das noch Iron Spikes nehmen? Alles gut. Auf Wiedersehen. Ja, ganz schön lange Ladezeit. Was war los? Okay. Brauche ein bisschen kritische Chance, damit das Item auch wirkt. Sonst kriegen wir ja nie Leben zurück. Einer schon mal weg. Ich wollte eigentlich hier einfach nur weg. Na. Ja, es läuft nicht so gut. Was haben wir hier? Hog of Poetry. Nehmen wir mal mit. Erdresistenz ein bisschen höher. Alle hier in die Ecke verbannt. Ja, wir schaffeln mal. Was haben wir verloren? Ah, unser Volt-Dingen.
Und wir kriegen wieder ein aufgewertetes Glacial Cross. Naja, ist nicht so schlecht. Na, ich will den Golem treffen. Jetzt haben wir hier aufgewertete Charge. Was macht die denn aufgewertet? Explosion burns enemies. Ja, nehmen wir noch mit. Dann haben wir da noch einen Burn drin in dem Dash. Ist doch nice so. Hier oben war ich noch nicht. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Ja, den Boss machen wir aber noch nicht, oder? Ja, die paar Meter da ist egal. Machen wir. Das war nicht schlau. Ja, hat auch gepasst. Und weiter geht's. Endboss Time. Terra. Ach, Atlas ist das schon Terra. Okay. Aber man kann trotzdem nicht hier durchspringen, schade. Oh no. Ja, da hat die Explosion den doch noch mitgenommen. Ich leg mir das mal eben um, weil so klappt's besser. Haben wir hier Windflurry? Ah, okay. Lege ich mir nochmal um. So. So. So, so. Dann machen wir. Ja. Ich habe mich aus der Teleportation teleportiert. Mein Gott. Oh, Frostward und Water Flames. Gucken, ob wir so viel Geld hier auch noch im Ward, ja. Das ist natürlich nice. Dann können wir Fallen aufbauen. Hm.
Boah. Was ist denn los? Es läuft gerade nicht so. Ach ja. Was haben wir hier? Elektroattacken hoch, eine Aura. Nö. Hier können wir ein paar Reliquien droppen. Mache ich sogar. Ja. Weil Erderesistenz brauchen wir jetzt nicht mehr. Kommt ja nichts mehr. Außer bei Sura vielleicht. Oh, jetzt geht's aber los hier, ey. Und eben einen kleinen Heiltrank holen. Und hier nehmen wir den Ward mit. Macht schön Frostschaden. Und die tauschen wir auch. Und ich glaube, die auch. Wo ist er? Ach, hier oben. Und einen Schlag mitgegeben. Weiter geht's. Hier ist schon der Bossraum. Okay. Was haben wir hier? Oh, Line Shock Agent. Das hat geklatscht.
Oh, man kann sogar hier durch. Weggesniped. Na, so ganz funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. So, das waren dann alle? Ja. Auf Wiedersehen. Ah, hier haben wir doch was zu suchen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Giftschaden auch. Und dann versuche ich mich mal am Endboss. Ah, da ist er verbrannt. Weiter geht's. Oh, wir haben einen Shop vergessen. Okay. Schon dann beim Endgegner. Die Frau Siel. Lass knacken. Kommen die Meteoriten schon? Ja. Noah. Okay, das war ja in Ordnung. Was haben wir hier? Oh, Schocknova. Aber die muss aufgeladen werden, glaube ich. Ne, nicht so. So. Ja, muss sie. Aber ich glaube, ich werde das so verwenden. Dann können wir ein bisschen Fallen auflegen und dann schocken wir die Boys weg. I see. Oh shit, oh shit.
Oh, habe ich mich aus dem Feld? Wie behindert ist das denn? Ich habe mich aus dem Feld teleportiert. Hier bin ich. Ich komme auch nicht wieder zurück rein. Hallo? Ich sehe mich hier an der Seite. Aber ich komme nicht wieder zurück rein. Vielleicht so? Auch nicht. Wie behindert ist das denn? Ich komme da auch nicht irgendwie dran, ne? Wie blöd ist das denn? Hilfe. Ich kann damit keine Attacke durch. Und jetzt? Ja, es ist ja ärgerlich. Ich versuche hier irgendwie wieder reinzukommen, aber... Tja. Hier oben kann ich noch kämpfen, ja. Aber... Ich komme nicht zurück rein. Das ist ja scheiße. Ja, dann muss ich mich jetzt wohl sterben lassen oder ich versuch's halt die ganze Zeit noch. Aber ich glaube, das ist gelaufen. Ja, das ist ärgerlich. Ey, das ist so richtig mies gewesen. Was soll ich dazu sagen? Was sollte ich dagegen machen? Gar nichts. Ein Bug. Naja, passiert. Wir haben viele neue Arcana, die wir eben ausprobieren können. Einen neuen Dash? Ah, den hatte ich doch schon mal. Boltgen. Ach, den kann ich irgendwann wieder explodieren lassen. Das ist auch nicht schlecht. Die hatten wir schon mal. Schockwall. Okay, die bleibt da und schockt dann. Logischerweise. Tendrils hatten wir auch schon mal. Muss man nur treffen. Bouncing Bubbles hatten wir mal, aber nicht mitgenommen. Grasping Earth. Okay, nochmal. Okay, die werden dann alle festgehalten. Auch nicht schlecht. Die hatten wir auch schon mal. Sifir Aura. Nur noch nicht. Kriegen wir halt Evade Chance. Dragon Blast. Und den hatten wir noch nie. Und jetzt saugt die ein und schießt sie dann wieder weg. Rushing Typhoon. Okay, so ein Nahkampfteil. Gastvolley hatten wir schon mal. Was haben wir hier? Searing Crown, Blast Away. Ah, auch nicht schlecht. Die hatten wir gerade.
hinterlässt diese Bomben. Flame Fusion hatten wir auch schon mal in einem Run. Naja. Wir nehmen die Phantombrigade wieder mit. Haben eingekauft. Und ja, eigentlich, ich hätte jetzt gedacht, wir schaffen das, aber da kam ja dieser behinderte Bug dazwischen. Traurig, dass so ein Run enden muss. Schade, Marmelade. Naja, dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Mike. See you.